Das Jahr 2020, ein Jahr voll mit schlechten Nachrichten, Lockdowns und fatalen Folgen für die Wirtschaft. Wenn das Corona-Jahr einen Soundtrack hätte, dann wäre es Jerusalem. Jerusalem, ich heilami, ilondolose. Ein Lied, das inzwischen um die ganze Welt geht. Ein Lied, das die Leute aufmuntert und ihnen Hoffnung schenkt. Ein Lied, das kaum einen Fuss stillsteht. Jerusalem ist inzwischen zu einer richtigen Dance-Challenge mutiert, die in den sozialen Medien verbreitet wird. Wieso aber gibt ausgerechnet dieser Song den Menschen so viel Hoffnung? Wir haben es beim Leiter der Kirchenmusikschule Aargau nachgefragt, wieso denn die Leute so viel Zuflucht in diesem Lied finden. Also es ist immer unter freiem Himmel und eine unglaubliche Freude und ein Bewegen und ein gemeinsamer Tanz. Und das ist es, glaube ich. Wir haben diese Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Wir dürfen schon fast das ganze Jahr nicht mehr gemeinsam singen. Gemeinsam tanzen, eigentlich auch nicht. Gemeinsam verreisen, eigentlich auch nicht. Gemeinsam feiern dürfen wir jetzt, eigentlich auch nicht. Und dort erlebt man einfach diese Gemeinsamkeit, gleichzeitig sich zu bewegen, gleichzeitig zu tanzen. Wir wissen es aus der Forschung, wenn wir gemeinsam singen, atmen wir nach kürzester Zeit genau gleich. Und das bedeutet, dass unser Herz gleich schlägt. Und danach haben wir Menschen, glaube ich, einfach eine Sehnsucht. Geschrieben hat der Song Jerusalem der Gaugelo Moagi, bekannt inzwischen unter seinem Künstlernamen Master KG. Er ist in einem armen südafrikanischen Dorf in Calais aufgewachsen. Genau da, wo Dieter Wagner letztes Jahr auf seiner Südafrika-Reise vorbeigefahren ist. Eine Gegend, die bei ihm Spuren hinterlassen hat. Es ist wirklich, Hütten, Blechhütten, mitten zwischen irgendwelchen großen Felsen. Und die Leute haben aber trotzdem Spaß am Leben. Man merkt, dass sie tanzen und sie lachen und sie leben dort ihr Leben. Und uns hatte man vorher gesagt, geht auf gar keinen Fall irgendwo hin, bleibt nicht stehen, nicht tanken, nichts einkaufen. Wenn ihr einen Platten habt, fahrt weiter. Den Platten habt ihr nicht einfach so. Irgendwo da, wo die Elefanten den Leuten gute Nacht sagen. Irgendwo da, vielleicht in einem von diesen kleinen Hütten, ist der Song entstanden, der heute auf YouTube über 200 Millionen Klicks verzeichnet. Ein Song, der in einem so außergewöhnlichen Jahr in der ganzen Welt Hoffnung und Freude schenkt. Jerusalem, ich heilami. Auch die Horizonte-Leser haben ihr Tanzbein geschwungen und uns die besten Szenen davon geschickt. Stehen wir also auf eine virtuelle Art und Weise zusammen und tanzen den Hoffnungssong vom Corona-Jahr 2020. Jerusalem. Jerusalem, ich heilami.